Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte mit diesem Video heute mal zwei Bedürfnisse erfüllen. Bedürfnis Nummer 1 ist, ich habe schon lange kein Video mehr gemacht und von daher möchte ich mit diesem Video eine Roomtour ausführen. Das ist dann auch schon das zweite Bedürfnis, was ich hatte, weil diese Roomtour ist schon seit längerem geplant, hatte ich bis dato aber noch keine Zeit zu. Diese Roomtour, die werden wir nicht in diesem Raum starten, sondern dafür werden wir einen Raum weitergehen. Da sind die Figuren ausgestellt und die würde ich ganz gerne mal mit euch zusammen einmal anschauen. Bis gleich. So, wir befinden uns in der Figurensammlung. Die ist hier im Flur aufgebaut. Und bevor ich euch die Figuren näher zeige, werde ich erstmal die Front-Plexiglas-Platten abnehmen von den Vitrinen, die ich hier selber gebaut habe. Wen es interessiert, wie diese Vitrinen zustande gekommen sind, auch darüber habe ich ein Video gemacht. Das verlinke ich euch dann oben in der Infokarte. Das heißt, um diese Schränke jetzt einmal aufzumachen, können wir hier die Plexiglasplatte aufmachen. Und das werde ich jetzt mal für alle tun. Das geht allerdings auch schneller, wie ihr gleich sehen werdet. So, ein Großteil der Frontplatten ist jetzt entfernt. Das heißt also, ich habe hier jetzt den freien Zugang zu meinen Figuren. Das Einzige, wo ich es jetzt noch nicht entfernt habe, ist in den oberen beiden Reihen. Die gucken wir uns später auch noch an. Okay, dann wollen wir uns mal anschauen, was wir hier in den Schaukästen alles so sehen können. Wie man hier sehen kann, ist in der Vitrine The Vintage Collection ausgestellt, aber auch die Saga Collection. Oder auch die Original Trilogy Collection hat hier einen Platz gefunden. In der oberen Vitrine haben wir nochmal die Vintage Collection. Darunter sind die Vintage Figuren. Sowie darunter noch einmal zwei Fahrzeuge aus dem Imperium. Einmal den Standard TIE Fighter und den TIE Interceptor. Sowie ein X-Flügler, ein Snowspeeder. Ein AT-AT und das Proboard und Rebel Playset. Achtung! Extremer Klugscheißer-Modus wird aktiviert. Es heißt Turret and Probot Playset. Extremer Klugscheißer-Modus wird wieder beendet. Hier sehen wir noch ein paar Deluxe Editions von The Power of the Force.
Vintage Backcards. Und eine Edition, die ich nicht aussprechen kann. Ich gehe mal näher ran, lese es euch selber durch. In der oberen Vitrine sehen wir die Figuren der Vintage The Trilogy Collection und The Saga Collection. An dieser Wand hängen die TVC-Figuren, wofür ich am meisten Geld ausgegeben habe, was aber nicht heißt, dass sie auf dem Markt auch die teuersten sind. So, jetzt sind wir wieder zurück im Wohnzimmer. Wie man sieht, ist hier der Schwerpunkt deutlich auf Playsets und Fahrzeuge gelegt. Da hinten haben wir noch einen Darth Vader Helm, zu dem will ich noch ein bisschen was erzählen. Und zwar wurde der mir von Brian Muir signiert. Das ist der Sculptor von dem Darth Vader Helm gewesen, den ich im Outpost One in Dachau einmal treffen durfte. Die beiden anderen Helme, Stormtrooper und Luke's X-Wing Helm, sind natürlich noch nicht signiert. Da warte ich nochmal auf den richtigen Sculptor, wenn mir der mal begegnen sollte. Zu den anderen Teilen sage ich gleich noch was. Da kommt gleich nochmal ein Close-Up. Was bei meiner Roomtour natürlich nicht fehlen darf, ist mein Big Millennium Falcon aus der Legacy Collection, inklusive der beiden Figuren Chewbacca und Han Solo, die da gerade im Cockpit Platz genommen haben. Darunter befindet sich ein B-Wing aus der Power of the Jedi-Serie. Daneben steht ein imperiales Shuttle aus der Saga-Serie. Und unten drunter findet man nochmal ein AT-ST aus der Power of the Force 2-Serie. Und zum Schluss der Rebel-Transporter aus der Kenner-Ära. In der mittleren Vitrine haben wir einmal einen Y-Wing Fighter aus der Vintage Collection, einmal einen imperialen Troop-Transporter aus der Kenner-Ära, noch zwei Playsets, einmal den Vehicle Maintenance Energizer und die Radar-Laser-Cannon, sowie ein T-Fighter, auch aus der Vintage Collection. Und noch zwei AT-ST, diesmal aber auch aus der Vintage Collection. Daneben, leider ein bisschen verdeckt, einmal ein Snowspeeder aus der Vintage Collection, genauso wie die Jabba Bark. Das ist natürlich nicht die Catena, unser Claw, die wäre etwas größer. Darunter das Jabba Palace Playset. Ein Snowspeeder, der leider ein bisschen verdeckt ist. Und aus der Black Serie auch nochmal ein AT-ST. Hier einmal der Darth Vader Helm. Nebst einer Figur, die mir Brian Muir auch damals unterzeichnet hat. Und darunter kommt ein weiteres Glanzstück. Das ist der AT-AT aus der The Vintage Collection, hier in der Endor-Version. Auch hier gibt es ein Video, was ihr euch ansehen könnt. Leider lässt sich die Tür an der Vitrine nicht mehr vollständig öffnen, deswegen muss ich sie geschlossen halten. Aber in dieser Vitrine können wir zwei schöne Playsets aus der Power of the Force Serie sehen. Genauso wie darunter der Darth Vader TIE Fighter. Und darüber die Mini-Rigs, die damals von Kenner ja hergestellt worden sind, um eine Preislücke zu schließen. Davon habe ich auch diverse in meiner Sammlung drin. Die mittleren Vitrinen zeigen größtenteils Power of the Force Playsets bzw. Fahrzeuge. Auf der einen Seite wäre oben links zwei Snowspeeder, einmal mit dem Biker Scout, einmal mit Prinzessin Leia. Darunter ist ein X-Wing aus der The Vintage Collection und ein weiter rüber wäre dann ein Y-Fighter,
Ja, doch, Y-Fighter ist richtig. Ein Y-Fighter aus der alten Vintage-Serie. Dahinter, leider nicht ganz gut zu sehen, ist einmal ein Whomper und ein Town Town, auch jeweils aus der Power of the Force-Serie. Genauso wie darunter der Arwing Fighter und davor steht mein Darth Vader in seiner Kuppel. Die Kuppel ist allerdings schon ein bisschen demoliert. Daneben haben wir nochmal einen AT-ST, auch aus der Power of the Force-Serie. Und weil nicht alles in die Schränke reinpasst, hier nochmal ein T-Fighter, zwei Town Towns und einmal das Desert Skiff. Jeweils alle aus der The Vintage Collection. Die letzte Art der Vitrine zeigt noch ein Jabba's Playset aus der Vintage Collection in geschlossener Form und einmal die Mynock-Hand-Szene aus der Power of the Force-Serie. Die vorletzte Vitrine zeigt noch ein Millennium Falcon aus der Original Trilogy Collection. Darunter befindet sich noch ein T-Bomber von der Power of the Jedi Collection. Nebst noch einigen Figuren, hier zum Beispiel auch aus der Saga Collection oder aus der Original Trilogy Collection. Die letzte Vitrine zeigt wieder zwei Figuren aus der Original Trilogy Collection und einen X-Wing aus der Power of the Force Serie. Darunter kommt ein Millennium Falcon, der noch aus der Kennerzeit aus der Vintage-Serie kommt. Viele der Figuren, die nicht in die Ausstellung passen, habe ich in solchen Boxen gelagert. Das dürfte vielen Sammlern ein Begriff sein. Man hat zu wenig Platz für all seine Ausstellungsstücke und daher kommen hier dann auch noch ein paar Figuren hinein. Die sind in so kleinen Baggies abgepackt, damit ihnen auch nichts passieren kann. Hinten ist noch eine Sammlernummer drauf, damit ich auch weiß, welche Figur das ist. Aber letztens ist mir passiert, dass ich den Salacious Crumb hier ausgepackt habe, guck mir den so an und sag mir, der glitzert so leicht. Das ist natürlich eine Frage, die man einem Fachmann stellen muss, was das denn nun sein soll. Und da werde ich dann mal gleich einen kleinen Brief hinschreiben. Sehr geehrter Herr Dr. Frühling. Ich packte meine Celestial Crumb aus und musste feststellen, dass diese leicht glitzert. Hier meine Frage. Ist das normal? Ist das vielleicht ein Vampir? Oder was können Sie mir dazu sagen? Aus der Kategorie Leserfragen, Dr. Frühling antwortet, haben wir hier noch eine Frage von einem Herrn Quantum Storm. Der fragt, ob das normal ist, dass sein Salacious Crumb anfängt zu glitzern in der Sonne und ob das vielleicht ein Vampir wäre. Nein, lieber Quantum Storm, Angst müssen Sie keine haben, beißen tut die Figur jetzt nicht. Aber was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass sie am sogenannten Frosting leidet. Frosting, das ist eine Art des Austretens von Weichmachern aus einer Plastikfigur. Wie das wieder rückgängig zu machen ist und ob das wieder rückgängig zu machen ist, das erklären wir Ihnen in einem weiteren Video. Und damit sind wir auch schon am Ende meiner Roomtour angekommen. Ich verabschiede mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.